Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rauschgenerator. Heute haben wir eins der richtig guten Spiele für den C16. Ich habe das damals richtig, richtig viel gespielt und damals auch durchgeschafft. Ich habe es jetzt diesen Sommer auch wieder viel gespielt und eigentlich hatte ich es auch mit dem Ziel gespielt, es mal wieder durchzuschaffen. Und dann, ihr kennt die Story, wenn ihr mal andere Folgen hier geguckt habt. Ich hatte auf Arbeit viele Überstunden, keine Zeit und keine Laune mehr zu zocken. Und habe jetzt hier einfach noch eine Aufnahme, wo ich sehr weit komme, aber es nicht ganz durchschaffe. Ich habe mich dann entschlossen, einfach weil, ihr wisst schon, ich habe jetzt Umzugsstress, ich ziehe um. Und habe mir gedacht, ich lade das jetzt hoch, weil es gibt trotzdem einen guten Eindruck von dem Spiel. Und da habe ich auch ein bisschen was dazu zu sagen. Jedenfalls ist es ein, und darüber werden wir uns unterhalten, also ich mich hier monologisieren, was für eine Kategorie Spiel das eigentlich ist. Man fährt mit einem Motorrad hier diese ganzen Levels ab, von denen es einige gibt. Ihr seht die ganzen Fahnen unten rechts, das sind die ganzen Levels, die es gibt. Und wenn ich jetzt hier gleich starte, werdet ihr sehen, man gibt Gas, indem man nach rechts drückt den Joystick, man bremst, indem man nach links drückt und durch Feuer springt man, es sei denn, man landet auf so einem Trampolin, dann macht man automatisch so einen großen Sprung. Für die Kollisionsabfrage ist es hauptsächlich wichtig, wo der Hinterreifen aufkommt. Das heißt, mit dem Vorderreifen kann man ruhig mal über so ein Loch fahren, solange man rechtzeitig abspringt, um mit dem Hinterreifen sich zu erheben. Man kann nicht ganz abbremsen oder drehen, sondern das Motorrad fährt immer so ein bisschen dann auch ganz langsam voran. Die Luftballons geben Punkte. Es gibt dann auch so fliegende Windräder, manche nennen es auch Hakenkreuze. Die sollte man nicht rammen, es sei denn, sie sind so rötlich, eigentlich rosa, dann kann man auch die rammen. Okay, das war's eigentlich schon zum Spiel. Hat mir, wie gesagt, Mörder viel Spaß gemacht. Man kann auch nur 5 Leben haben maximal. Kommt man ins Ziel mit einem weniger oder 2 weniger oder so, kriegt man automatisch 1 dazu. So. Anhand von Kickstart können wir uns mal überlegen, wie und warum man Spiele in welcher Art Kategorie eigentlich einordnet. Und die Frage, die ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, ist: Ist das hier ein Jump'n'Run? Es gibt hier in dem Spiel im Wesentlichen alles, was es auch, sagen wir mal, bei Super Mario Bros. Gibt. Es gibt Löcher, die man überspringen muss. Es gibt Ebenen, auf die man draufspringen muss. Es gibt Gegner oder Hindernisse am Boden, die man nicht berühren darf. Es gibt Gegner in der Luft, die man nicht berühren darf und die sich auch bewegen. Es gibt Extras, die Punkte geben. Natürlich gibt es Unterschiede zu unserem Beispiel Super Mario Bros. Aber solche Unterschiede gibt es zwischen jedem Jump'n'Run. Es sei denn, es wäre jetzt The Great Giant ist das, was ja eine ziemliche Kopie von Mario Bros. War. Sobald es wie Mario Bros. Ist, ist es Mario Bros. Oder halt eine Kopie davon. Es gibt bei manchen Spielen, kann man Ebenen wechseln, bei manchen nicht. Bei Bubsy zum Beispiel geht es schon mal gar nicht. Man kann nicht einfach auf die untere Ebene springen. Naja, bei manchen gibt es verschiedene Ebenen, bei manchen nicht. Bei manchen rennt man tatsächlich, bei manchen fährt man oder fliegt man. Jump'n'Runs sind das ja trotzdem alles. Oder ist jetzt zum Beispiel Super Mario Bros. Auf dem Game Boy kein Jump'n'Run? Da fliegt man nämlich in einigen Levels. Nun könnte man sagen, naja, hier kann man nicht anhalten. Das Moped fährt immer etwas voran, wenn auch langsam. Ja, na und? Viele Jump'n'Runs, darunter zum Beispiel bei Aladdin oder Super Mario Bros. Wii, haben Levels, wo es zwangsweise immer vorangeht. Zum Teil sogar ziemlich schnell. Und da kann man die Geschwindigkeit nicht mal wählen. Zumindest viel grober als hier. Und da hat man zum Teil, bei Aladdin, hat man da auch keine multiplen Ebenen. Aber das hier ist ja auch wiederum kein Rennspiel.
Man steuert zwar ein Rennfahrzeug, aber man muss hier kein Rennen gewinnen, sondern es gibt, es geht nach Punkten und möglichst viele Levels durchschaffen. Mir fällt wirklich diese Frage, ist das hier ein Jump'n'Run? Mir fällt kein Argument ein, das wirklich stichfest ist, wieso das hier kein Jump'n'Run sein soll. Dass man nicht anhand anderer Jump'n'Runs widerlegen könnte. Aber ganz ehrlich, rein aus dem Bauch heraus würde ich das hier nicht Jump'n'Run nennen. Und ich kann es aber nicht wirklich benennen, wieso. Vielleicht ist es ja die Summe an minimalen Abweichungen und Vereinfachungen gegenüber bekannten Jump'n'Runs, wieso das hier nicht so wirklich als Jump'n'Run durchgeht. Es hat keine multiplen Ebenen. Es hat keine Bewegungsfreiheit. Es geht immer nur vorwärts. Man rennt nicht, sondern fährt. Und ja, gut, alles drei kommt auch bei üblichen Jump'n'Runs vor. Aber es ist irgendwie die Summe aus allen drei Eigenschaften, die einem dann doch zeigt, wie schwierig es ist, Spiele in Kategorieschubladen zu stecken. Ich würde daher einfach vorschlagen, wir nennen das hier Renngeschicklichkeitsspiel, okay? Wobei man sich darunter jetzt auch nicht so viel vorstellen kann, wenn man gefragt wird, was ist Kickstart für ein Spiel? Ein Renngeschicklichkeitsspiel. Aber Rennen ist gleich wieder so Wettbewerb drin und wer kommt als Erster durchs Ziel und sowas. Na, darum geht's ja gar nicht. Es gibt noch die, für mich ist es so eine Oberkategorie, Plattformer. Zum Beispiel, klassisches Beispiel dafür wäre Donkey Kong. Ist eigentlich das Paradespiel des Plattformers. Donkey Kong hat die Kategorie des Plattformers eigentlich erschaffen. Und diese Kategorie wurde dann erweitert, verbessert und spezifiziert durch scrollende Plattformer, wie es dann eben die Jump'n'Runs waren. Die Frage, ist das hier ein Plattformer, ist auch schwierig, weil es eben Eigenschaften von Plattformern nicht beinhaltet. So dieses, was man sich drunter vorstellt, mit Leitern, multiplen Ebenen und so. Aber auch scrollt. Also, Geschicklichkeitsspiel, ja. Also es ist deutlich, dass man lernen muss, wo gebe ich Gas, wie gebe ich Gas, wann springe ich und so weiter. Es hat auch ein gehöriges Zufallselement, wie ich finde. Es gibt Stellen, da wird man dann wieder, zum Beispiel nachdem man kaputt ging, abgesetzt, hat aber keine Geschwindigkeit, braucht die aber bei dem Trampolin direkt und geht halt direkt wieder kaputt. Gut, das ist ein kleines Manko. Das gibt es aber auch zum Beispiel bei Shoot'em-Ups. Es gibt viele Shoot'em-Ups, wo man kaputt geht, sitzt ohne jede Extras da in einem ziemlich hohen Level und geht halt dann in der Folge dreimal wieder kaputt, weil man das dann gar nicht mehr durchschaffen kann. Das ist hier sogar gar nicht so schlimm, weil es gibt ja keine Extras, man hat kein wirkliches Hemmnis und verliert dann auch maximal ein Leben, wenn man wirklich mal an einer doofen Stelle abgesetzt wird oder mal so einen Blitz hier wirklich einfach überhaupt nicht ausweichen kann. Ist halt ein kleines Zufallselement einfach, wie jetzt hier zum Beispiel, was hätte ich machen sollen, ja. Das kann man durchgehen lassen und spielt sich jetzt nicht wirklich auf die Kategorie runter, also das, nur weil es so dieses Zufallselement gibt, kann man nicht sagen, das ist jetzt kein Jump'n'Run oder das ist kein, was weiß ich. Ja, und dann sitzt man da und überlegt sich, was für eine Art Spiel ist das? Von dieser Kategorie Spiel gab es einige. Da werden wir auch irgendwann auch noch auf Metro Cross kommen, was vielleicht ein bisschen verwandt ist, wo ich auch nicht sagen würde, es ist ein Jump'n'Run. Was aber auch wieder ein bisschen anders ist und wo ich einfach sagen würde, es ist ein Renngeschicklichkeitsspiel. Und bei Metro Cross rennt man tatsächlich auch. Ja, aber also Kickstart, ich hatte es auch im vorigen Video darüber, über Levelanzahl. Ja, hier haben wir viel mehr Levels als zum Beispiel noch bei Return of the Jedi. Ist schon deswegen, macht es einfach viel, viel mehr Laune.
weil es einfach wirklich darum geht, die Levels kennenzulernen, sie auswendig zu können, wie muss man da fahren, weiter voranzukommen, was hier auch eben ein bisschen von Glück abhängig ist. Aber es braucht nicht so viel Leveldaten, weil es nur zweidimensional vorangeht. Also im Wesentlichen habt ihr hier immer eine Höhe, was steht da. Und die Zahl der Bytes, die man braucht, um das zu definieren, ist doch sehr beschränkt. Anders als bei Spielen, die irgendwie dreidimensional sind. Und da rede ich noch gar nicht von 3D-Grafik, sondern einfach von dreidimensional angelegt, mit Räumen und sowas. Ja. Kann ich noch irgendwas zu Kickstart sagen, technisch? Man hat sich hier einfach gemacht mit dem Motorrad, rein technisch. Ich habe ja mal erzählt, dass das hier ist auch alles Textmodus. Und das Motorrad muss man dabei nur nach oben oder unten, also es sind Zeichen, 8x8. Und muss man nur nach oben oder unten ein bisschen shiften sozusagen. Und hat das Motorrad deswegen nur 8x im Speicher drin. Muss ja gar nicht nach rechts und links, weil das, was nach rechts und links geht, sind die Blocks der Umgebung. Okay, das war dann Kickstart. Wie gesagt, ihr seht, ich hab's nicht ganz durchgeschafft. Aber ganz famoses Spiel damals. Man hatte ja nicht viel Auswahl. Und es hat immer wieder getaugt einfach. So, und dann war's das. Und dann sage ich schon mal ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.